Herzlich willkommen zu unserer Serie Die Corona-Krise und die Bibel. Heute starten wir mit einer ganzen Serie von ungefähr 10 Vorträgen, wo wir aktuelle Ereignisse, die so in unserer heutigen Welt geschehen, gerade mit der Corona-Geschichte, Corona-Krise, Coronavirus, uns anschauen wollen, was das mit der Bibel zu tun hat, von verschiedenen Aspekten. Heute haben wir den ersten Teil. Es lautet das Coronavirus und Gottes Gesundheitsgesetze. Im zweiten Teil werden wir dann das Thema haben, die Corona-Krise im Licht der biblischen Prophetie. Im dritten Teil die Corona-Krise und Gottes Verheißungen. Im vierten Teil dann die Corona-Pandemie und die neue Weltordnung und was noch alles in der Zukunft kommen wird. Und es wird noch einige spannende Themen damit geben. Und es könnte sein, je nachdem, wie lange es andauert und wie viel das noch geben wird, dass wir auch noch mehr Themen daran anschließen werden. Aber erstmal sind 10 Themen geplant, die wir so in den nächsten Tagen und Wochen aufnehmen werden und ins Netz stellen werden. Ja, ich darf Sie einladen, dass wir zu Anfang zusammen beten und dazu aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du unser Gott bist. Herr, dass du in allen Zeiten und auch in jeder Krise der Herr der Krise bist. Und dass wir auf dich vertrauen dürfen und dass wir wissen dürfen, dass das, was du sagst und das, was du machst, immer gut ist. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, dass wir jetzt das Thema, was wir jetzt besprechen wollen, dein Wort, was wir betrachten wollen, dass wir es verstehen und dass wir es auch in die Tat umsetzen können. Ich bitte dich um Gesundheit für jeden von uns und dass du uns hilfst, auch das zu tun, was wir dazu beitragen können. In Jesu Namen. Amen. Gut, das Coronavirus und Gottes Gesundheitsgesetze. Ich spare mir jetzt die ganzen Einzelheiten zu den Hintergründen des Coronavirus, weil die Ausbreitung und die ganzen Sachen ändern sich sowieso täglich und stündlich und von daher ist es auch so, dass, das kann man auch selbst im Internet nachlesen, das muss man nicht alles wiederholen hier, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was die Bibel dazu sagt und was Gott dazu sagt. Eine Sache, die interessant ist, dass es so Mitteilungen und Informationen gibt, dass dort, wo das Coronavirus ausgebrochen ist, in China, dass es damit zusammenhängt, dass sie dort auf dem Markt in Wuhan, dass sie dort Fledermäuse gekauft haben und verkauft haben und das haben Leute dann gegessen und Schlangen, Fledermäuse, Schildkröte, Maden und alles Mögliche, was damit zusammenhängt. Ich habe hier so ein paar Bilder mal mitgebracht, wie das denn so aussieht in der Suppe und wie das denn so gegessen wird. Also ich denke, wir Europäer sind da ein bisschen haben andere Essensvorstellungen. Aber für Sie ist das vielleicht ganz normal. Aber interessant ist, dass genau das, was jetzt diese Krise und diesen Virus mit ausgelöst hat, oder mutmaßlich besser gesagt ausgelöst hat, dass das damit zusammenhängt mit dem, was Gott sagt in seinem Wort. Nämlich genau diese Tiere, die dort in dem Zusammenhang erwähnt werden, sind alles Tiere, die Gott in seinem Wort in der Bibel verboten hat zu essen. Und ich frage mich, ob das auch ein Grund ist, dass Gott gesagt hat, esst bestimmte Dinge nicht, weil das auch gesundheitsschädlich und auch gefährlich sein kann für bestimmte Folgeerkrankungen, die daraus kommen können und auch Seuchen und Epidemien, die daraus kommen können. Gott hat seinem Volk, damals dem Volk Israel, in 5. Mose 7, Verse 6 bis 8 gesagt, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Hier hat Gott seinem Volk gesagt, warum er es erwählt hat. Das Volk Israel war nicht ein besonders großes Volk, ein besonders gutes Volk, sondern einfach, er wollte ein Volk als ein heiliges Volk dem Herrn haben. Heiliges Volk bedeutet, dass es zu Gott gehört. Er wollte ein Volk haben, wo er seine Prinzipien, seine Gesetze, seine Gesundheits- und aber auch Lebensgesetze ihnen gibt, ihnen sagt, damit sie danach leben können und damit sie dadurch ein gesundes, gutes, weises Volk sein können und ein Vorbild für andere Völker. Und natürlich geht es manchmal mit einem kleineren Volk besser als mit einem großen Volk, weil dort sie dann ja, weniger Menschen sind, dann leichter zu führen und auch
dass sie dann auch in der Beziehung zu Gott leben und das dann auch umsetzen können. Und das Volk Israel hat das ja auch teilweise gemacht. Aber leider, wie wir wissen aus der Geschichte im Alten Testament, nicht immer oder in der meisten Zeit hinterher sind sie dann abgefallen von diesen Prinzipien, die Gott ihnen gegeben hat. Und die Prinzipien waren ja nicht nur irgendwelche Dinge, die Gott ihnen gesagt hat, um sie einzuschränken, sondern es hatte einen Sinn gehabt, damit sie ein gutes, glückliches, gesundes Leben haben können. Ja, und hier haben wir nochmal einen Hinweis, welche Wirkung das haben wird. Die Gebote und Rechte, die Gott ihnen gesagt hat, im 5. Mose 4, Vers 5 und 6. Siehe, ich habe euch gelehrt, Gebote und Rechte, wie mir der Herr, mein Gott, geboten hat, dass ihr danach tun sollt, im Lande, in das ihr kommen werdet, um es einzunehmen. So haltet sie nun und tut sie, denn dadurch werdet ihr als weise und verständig gelten bei allen Völkern, dass, wenn sie alle diese Gebote hören, sie sagen müssen, ei, was für weise und verständige Leute sind das, ein herrliches Volk. Übrigens, das gilt heute immer noch. Wenn wir nach dem leben, was Gott uns sagt, dann werden wir ein besseres Leben haben. Es ist egal, in welchem Bereich, ob das die Frage der Erziehung ist, ob das die Frage der Gesundheit, der Ernährung ist, ob das die Frage der Freizeitgestaltung ist, ob das die Frage der Musik ist. In allen Fragen, wenn wir nach dem handeln, was Gott sagt, werden wir ein glücklicheres, besseres, gesünderes, erfüllteres Leben haben. Und dann werden wir nicht der Schwanz sein, irgendwo nur ein Anhängsel der Gesellschaft, sondern dann werden wir diejenigen sein, die Trends setzen, die sagen können, das ist richtig, das ist gut. Das sind die Prinzipien, nach denen wir leben können. Und dass die anderen Menschen das durch uns lernen können, was Gott sagt. Ja, dann haben wir ein weiteres, was Gott ihnen versprochen hat, ein Versprechen Gottes, eine Verheißung Gottes, wenn sie das tun würden, was er ihnen sagt. 5. Mose 7, Verse 11 bis 13 und Vers 15. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat, und wird dich lieben und segnen. Der Herr wird von dir nehmen alle Krankheit und wird dir keine von all den bösen Seuchen der Ägypter auflegen, die du kennst, sondern wird sie allen deinen Hassern auflegen. Das heißt, Gott sagt, wenn ihr die Gebote haltet, die ich euch gegeben habe, dann werdet ihr die Krankheiten und die Seuchen der Ägypter nicht haben. Was für Krankheiten und Seuchen hatten die Ägypter denn? Nun, wir wissen, dass die Ägypter ähnliche Krankheiten hatten, wie wir sie heute haben. Meistens sind das diese Zivilisationskrankheiten. Angefangen von Karies bis über Herzinfarkt und Herz-Kreislauf-Probleme und Krebs und all diese Dinge haben sie auch gehabt. Und Gott sagt, wenn ihr nach meinen Geboten lebt, und zwar warum wird er sie bewahren? Erstens, dass Gott gehorsam segnet. Dass Gott sagt, wenn ihr das tut, was ich euch sage, dann werde ich euch segnen, denn weil Gott ja derjenige ist, der auch über Leben und Tod, über Gesundheit und Krankheit mitentscheidet. Aber zweitens ist es natürlich auch so, dass wir selbst auch Einfluss nehmen können darauf. Durch unseren Lebensstil können wir gesünder oder weniger gesund sein. Und Gott sagt, der Lebensstil, den ich euch jetzt zeige, wird dazu führen, dass ihr diese Krankheiten nicht habt. Weil das alles Lebensstilkrankheiten sind. Also auch die normale Sache von Ursache und Wirkung, kann man hier sehen, dass das, was Gott sagt, eine gute Wirkung hat. Und wenn man sich nicht daran hält, wenn man halt solche Tiere isst, die Gott gesagt hat, soll man nicht essen, dann kommen halt Probleme. Und hier ist nochmal eine Begründung, warum Gott das so gesagt hat. Das haben wir in 2. Mose 15, Vers 26. Wirst du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchen und tun, was recht ist vor ihm und merken auf seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Und jetzt kommt die Begründung, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Interessant ist auch bis heute noch, die meisten Ärzte, wenn man zu ihnen geht und sagt, können Sie mich gesund machen, sagen die Ärzte, nein, können wir nicht. Wir können ihnen höchstens Pillen geben oder irgendwelche anderen Dinge sagen, die ihrem Körper helfen, dass der Körper sich selbst heilt. Denn der Körper hat Selbstheilungskräfte. Natürlich versucht man in der Medizin auch, Krankheiten zu bekämpfen, aber eigentlich ist eine Bekämpfung der Krankheit ja auch ein Hinweis, um den Körper zu helfen, sich selbst zu heilen. Und Gott hat das in den Menschen hineingelegt, diese Selbstheilungskräfte. Und weil er unser Schöpfer ist, weiß er auch genau, wie unser Körper funktioniert. Besser als jeder Arzt oder jeder Mediziner. Deswegen
können wir auch wissen, wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir das tun, was Gott sagt, wenn er uns geschaffen hat, dass wir auch wissen, dass das, was er sagt, für uns das Beste ist. Natürlich können wir dann auch unseren Arzt fragen, wenn wir Probleme haben. Wir können beten. Das Gebet ist auch ein ganz wichtiges Mittel, dass wir, wenn wir krank sind, dass wir Gott bitten können, uns gesund zu machen und natürlich auch, dass wir Gott bitten können, dass er uns zeigt, was ich in meinem Verhalten ändern kann, damit ich nicht wieder krank werde. Denn wenn Gott mich immer nur gesund machen würde und ich habe einen Lebensstil, der Krankheiten verursacht, dann würde das keinen Sinn machen. Würde Gott sagen, na, hör doch auf mit diesem Lebensstil, dann muss ich dich nicht jedes Mal gesund machen, sondern dann kannst du gleich gesund bleiben. Also Gott möchte uns helfen, gesund zu werden, aber auch helfen, durch unseren Lebensstil gesund zu bleiben. Deswegen unser Glaube an Gott und ein gesunder Lebensstil, die gehören zusammen. Die sind ganz wichtig. Hier haben wir ein Zitat von Ellen White aus dem Buch Erziehung, Seite 36. Dort heißt es, und das hat sie schon vor über 100 Jahren gesagt, um das wandernde Volk vor Krankheiten und Seuchen zu schützen, wurden strenge und zum Teil bis heute erstaunliche hygienische Vorschriften erlassen. Allerdings dienten sie nicht nur der gesundheitlichen Vorsorge, sondern sollten zugleich der Tatsache Rechnung tragen, dass der heilige Gott bei seinem Volk wohnte. Diesen Gesichtspunkt betonte Mose durch die Erklärung, der Herr, euer Gott, ist mitten unter euch in eurem Lager. Deshalb muss euer Lager heilig sein. Wenn der Herr dort etwas sieht, was er verabscheut, wendet er sich von euch ab. Das heißt, hier haben wir zwei Aspekte. Einmal, dass wenn Gott bei uns wohnen möchte, und Gott ist ein heiliger Gott, ein reiner Gott, dann möchte er auch, dass wir rein sind, heilig sind, zu ihm gehören und entsprechend auch unser Leben, unseren Körper entsprechend dann ausrichten. Aber natürlich auch, dass wir durch diesen Lebensstil, was Gott uns sagt, diese Vorschriften, dass wir dadurch dann natürlich auch selbst vorbeugend für Krankheiten aktiv sind. Ein zweites Zitat, christliche Mäßigkeit, Seite 134. Die Übertretung der Naturgesetze in unseren persönlichen Gewohnheiten ist eine der ergiebigsten Quellen, aus denen Krankheit entspringt. Ordnung und Reinlichkeit sind Gesetze des Himmels. Als der Herr sein Gesetz auf dem Berg Sinai kundtun wollte, gab er Mose strenge Verordnungen über diesen Gegenstand. Und der Herr sprach zu Mose, geh hin zum Volk und heilige sie heute und morgen, dass sie ihre Kleider waschen. Dies wurde ihnen befohlen, damit sie rein vor dem Herrn erscheinen möchten. Er ist ein Gott der Ordnung und er verlangt auch von seinem Volk Ordnung und Reinlichkeit. Das heißt, Gott hat auch Kleinigkeiten gesagt, dass sie ihre Kleider waschen sollten, bevor sie ihm begegnen würden am Berg Sinai. Das heißt, unsere Gewohnheiten, wenn wir Naturgesetze übertreten in unseren Gewohnheiten, ist die ergiebigste Quelle für Krankheiten. Das heißt, mit anderen Worten, das ist ein großer Bereich, diese Lebensstilkrankheiten. Deswegen hat Gott gesagt, lebt so, damit ihr gesund seid. Und wir müssen uns heute fragen, was sind denn diese Dinge? Zum Beispiel, eine Sache, die Gott gesagt hat in seinem Wort, ist, dass wir mit Häusern sehr, sehr genau umgehen sollen. Er spricht von Aussatz an Häusern. Das sind so Hygiene- und Gesundheitsgesetze. Und zwar, heute wissen wir, Aussatz an Häusern, es gibt Aussatz an Menschen und an Häusern sagt man heute nicht Aussatz dazu, sondern heute sagt man dazu Schimmel. Und wenn in Häusern Schimmel ist, dann ist das sehr gefährlich, kann sogar lebensgefährlich sein, dass Krankheiten entstehen, chronische Krankheiten, die bis zum Tod führen können. Und Gott sagt in seinem Wort, wenn an einem Haus Schimmel ist, dann soll man das wegmachen, die Ursachen entfernen, das Haus versiegeln und nach 3 Wochen wieder gucken, was dann ist. Wenn der Schimmel immer noch da ist oder wiedergekommen ist, soll man das wieder wegmachen, die Ursache wieder entfernen, gucken, woher kommt das, versiegeln und nach 3 Wochen, wenn es immer noch da ist. Und wenn man das 2-3 Mal gemacht hat und das ist immer noch, kommt immer noch, dann soll man das Haus abreißen. Und ich frage mich, wie viele Häuser wir heute abreißen müssten, wenn wir das tatsächlich so machen würden. Oder andersrum gefragt, wie viele Leute in Häusern wohnen, wo die Keller verschimmelt sind. Das ist äußerst gefährlich. Gott sagt in seinem Wort, macht das nicht, damit ihr gesund bleibt. Weil Gott wusste, Schimmel ist schädlich, sehr gesundheitsschädlich sogar. Ja, wir haben im Alten Testament 5 verschiedene Arten von Gesetzen.
schauen wir uns jetzt mal ein bisschen an. Erstens haben wir das Sittengesetz, die 10 Gebote. Und wir schauen auch an, welche Gesetze heute noch gültig sind und welche nicht mehr gültig sind. Oder in welcher Form sie noch gültig sind. Das Sittengesetz, die 10 Gebote sind natürlich noch gültig. Denn die 10 Gebote zeigen uns, was Sünde ist. Und die Frage, was Sünde ist, hat sich nicht verändert durch den Tod Jesu oder durch die letzten 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Deswegen, die 10 Gebote gelten immer noch. Wenn man die 10 Gebote hätte ändern können, dann hätte Jesus nicht zu sterben brauchen, weil dann hätte Gott nur die Gebote geändert und dann wäre die Sünde nicht mehr Sünde gewesen und dann hätte Jesus nicht sterben brauchen. Aber weil das Gesetz ewig und unveränderlich ist und die Sünde deswegen Sünde geblieben ist, musste Jesus sterben, um die Sünde zu sühnen, damit er uns seine Gnade geben kann. Die Sittengesetze, die 10 Gebote sind also auch heute noch für alle Menschen bindend und gültig. Die hat Gott nicht nur den Juden gegeben, sondern es hat Gott alle Menschen gegeben, schon im Paradies. Dann hatten wir zweitens das Zeremonialgesetz. Das Zeremonialgesetz, das sind Opfergesesetze und Priestergesetze, die mit dem Heiligtumsdienst in der Stiftshütte und später im Tempel verbunden waren. Und dieser Dienst, der war ein Hinweis auf Jesus Christus. Denn die Opfer, die sie gebracht haben, waren alles ein Schatten auf Christus, der das Lamm Gottes ist, der unser Opfer ist, der unsere Sünde getragen hat. Und deswegen sind die Zeremonialgesetze mit dem Tod Jesu alle zu Ende gegangen. Wir müssen heute nicht mehr opfern. Und wir haben auch keinen Heiligtumsdienst mehr auf der Erde. Denn mit Jesu Himmelfahrt hat Jesus im himmlischen Heiligtum seinen Dienst begonnen. Und das, was damals auf der Erde im Tempel gemacht wurde, macht Jesus jetzt heute im himmlischen Heiligtum. Deswegen ist dieser gesamte Heiligtumsdienst in dem Zeremonialgesetz mit den Opfern ist zu Ende. Der gilt nicht mehr. Für niemanden mehr. Drittens, wir haben die bürgerlichen Gesetze im Alten Testament. Und die bürgerlichen Gesetze, das waren Hinweise, wie sie das normale Leben handeln sollten. Das waren Gesetze für Richter, wie sie damit umgehen sollten, zum Beispiel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das war eine Grundlage für Richtersprüche, nicht um Selbstjustiz zu üben. Und diese bürgerlichen Gesetze gelten heute natürlich für uns nicht, sondern das kann man heute übertragen, dass man sagen kann, jeder muss in dem Land, wo er lebt, die Gesetze des Landes beachten. Natürlich sollen wir die Gesetze des Landes beachten. Und natürlich nur in dem Moment müssen wir sie nicht beachten, wenn die Menschen Gesetze machen, die gegen Gottes Gebote gehen, gegen die 10 Gebote gehen. Dann müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber sonst müssen wir allen bürgerlichen Gesetzen Folge leisten. Übrigens auch den Gesetzen, die es jetzt gibt. In der Corona-Krise gibt es auch immer wieder Gesetze und Einschränkungen, auch wenn uns das nicht gefällt und wenn wir noch so eingeschränkt werden dadurch. Aber es sind Gesetze, die haben sicherlich auch ihren Sinn. Aber auch selbst wenn man den Sinn nicht einsieht, sind es trotzdem Gesetze, die man halten sollte. Und das heißt also, ist unser deutsches Grundgesetz, unsere deutschen Gesetze, die wir in Deutschland haben, die wir auch einhalten sollen. Und in jedem Land, wie gesagt, sind das andere Gesetze, die da wichtig und verbindlich sind. Viertens haben wir im Alten Testament Hygienegesetze. Und da kommen wir jetzt schon zu dem Punkt, den wir am Anfang angesprochen hatten. Gott hat dem Volk Israel, und das waren ja einige Millionen Menschen, 2 bis 3 Millionen Menschen in der Wüste, Gott hat ihnen Gesetze gegeben, Hygienegesetze gegeben, wie sie damit umgehen sollten, dass sie sich waschen sollten und dass sie dies und jenes machen sollten, damit, dass sie bis zum Abend unrein sind und dann sich wieder waschen und verschiedene Dinge hat er ihnen aufgetragen. Und das hat er gemacht, weil er wusste, wenn so viele Menschen in der Wüste sind und sie einfach auf ihre Gene nicht achten, dann würden die nach kurzer Zeit alle an Seuchen und an irgendwelchen Krankheiten sterben, die durch mangelnde Hygiene hervorgerufen sein würden. Und so hat er ihnen einen sehr hohen Hygienestandard gegeben. Das gilt übrigens heute vom Prinzip her immer noch. Aber unsere Hygienemaßstäbe, die wir in unserer heutigen Gesellschaft haben, das Abwassersystem und andere Dinge, die wir haben, sind so gut, dass wir automatisch diese Hygienegesetze im Alten Testament erfüllen. Und das Fünfte, das sind die Gesundheitsgesetze. Das heißt, dass Gott uns sagt, was für unsere Gesundheit gut ist, welche Nahrung wir uns zu uns nehmen sollen, was wir essen sollen. Und natürlich, die Gesundheitsgesetze sind heute immer noch gültig, denn nur, dass Jesus gestorben ist, heißt nicht, dass deswegen irgendwas zu essen gesund oder nicht gesund ist. Also der Gesundheitsfaktor hat sich nicht geändert durch Jesu Tod.
Deswegen sind die Gesundheitsgesetze für uns heute auch noch wichtig. Und das sieht man übrigens auch bei der Apostelzeit, als die Apostel zusammengekommen sind und haben überlegt, von diesen ganzen Gesetzen, von diesen 5 Gesetzen, haben sie überlegt, was gilt denn jetzt noch und was gilt nicht mehr. Und dann haben sie einige Hygiene- und Gesundheitsgesetze gesagt, die gelten noch. Natürlich 10 Gebote waren außer Frage, dass sie noch galten, denn zu töten und zur Ehe zu brechen war immer noch nicht erlaubt. Aber sie haben Hygiene- und Gesundheitsgesetze haben sie für alle Christen als verbindlich erklärt, die auch damals noch lebten oder schon lebten und wo das Christentum verbreitet war. Ja, das sind die 5 Arten von Gesetzen. Im Neuen Testament haben wir auch das gleiche Prinzip, dass Gott uns sagt, dass unser Körper wichtig ist. 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Unser Körper gehört nicht uns selbst. Übrigens nicht nur unser Körper, auch unser Besitz und alles andere gehört Gott. Er hat alles geschaffen. Und Gott hat uns erstens geschaffen und zweitens hat er uns erkauft. Jesus hat uns zurückgekauft durch seinen Tod. Und deshalb, weil wir eigentlich Gott gehören, sollen wir auch mit unserem Körper so umgehen, dass wir damit Gott verherrlichen. Wir können nicht sagen, mein Körper gehört mir, damit kann ich machen, was ich will. Nein, wir haben eine Verantwortung dafür. Denn natürlich ist es für uns selber gut, damit gut umzugehen, aber wir haben auch eine Verantwortung vor Gott dafür, weil es sein Eigentum ist. Und hier haben wir interessante Aussagen. Ellen White hat auf einem Buch auf den Spuren des großen Arztes, Seite 91, vor über 100 Jahren geschrieben, reine Luft, Sonnenlicht, Enthaltsamkeit, Ruhe, Bewegung, richtige Ernährung, Wasseranwendungen und Vertrauen in die göttliche Macht. Dies sind die wahren Heilmittel. Jeder sollte diese Heilmittel der Natur und die Möglichkeiten ihrer Anwendung kennen. Also, das heißt, wenn wir jetzt darüber sprechen, dann geht es nicht nur darum, dass wir diese 8 Punkte kennen, sondern es geht darum, dass wir auch ihre Anwendung kennen, dass wir sie praktisch anwenden und auch anderen weitergeben können. Und ich bin überzeugt, wenn alle Adventisten in Deutschland diese 8 Punkte ausleben würden und die Anwendung kennen würden und ihre Nachbarn jetzt in der Corona-Krise mit ihnen über diese Dinge reden würden, dann könnte viel geschehen in Gesundheitsaufklärung. Interessant ist, in der spanischen Grippe, das war in den Jahren vor 1918, gab es Millionen von Tote. Es war eine riesengroße Epidemie, kann man sagen, Pandemie. Und wir wissen nicht, ob diese Pandemie, die wir jetzt haben, auch noch dazu führen wird, dass wir so viele Tote bekommen werden. Wir hoffen es nicht, aber man kann es nicht wissen. Auf jeden Fall, damals war es so, dass man dann im Nachhinein sehen konnte, dass die Adventisten, egal wo sie lebten, wo sie waren, weniger betroffen waren und wesentlich niedrigere Sterberaten hatten als die gesamte Bevölkerung. Warum? Weil sie genau diese Prinzipien, die Ellen White davor der Adventisten gegeben hat, befolgt haben. Oder nicht alle befolgt, aber größtenteils befolgt. Anders ausgedrückt, je mehr wir das befolgen, desto mehr sind wir auch widerstandsfähig, wenn Viren oder Bakterien kommen, dass unser Körper damit umgehen kann und wir nicht krank werden und nicht daran sterben. Interessant ist ja auch gerade bei dem Coronavirus, dass in den meisten Fällen diejenigen sterben, die entweder sehr alt sind oder die Vorerkrankungen haben. Und gerade das sind ja Dinge, wenn wir einen gesunden Lebensstil haben, dann können wir viele dieser Vorerkrankungen vermeiden, dass wenn wir krank werden, dass wir dann der Körper damit fertig wird und wir nicht sterben oder auch keine langfristigen Folgen davon zurückbleiben. Ja, deshalb das bedeutet, in dieser Corona-Frage geht es in erster Linie darum, natürlich, wie können wir Ansteckung vermeiden. Da sollte man auch die Vorsichtsmaßnahmen, die der Staat erlassen hat, sollte man auch befolgen. Aber es geht auch darum, wie kann ich meinem Körper so helfen? Wie kann ich ihn so stärken, dass mein Körper, wenn ich mit dem Virus konfrontiert werde, dass mein Körper
damit umgehen kann, dass er nicht krank wird. Das ist übrigens bei fast allen Dingen so. Vorbeugung ist immer besser als Behandeln, weil durch die Vorbeugung unser Körper in eine Lage versetzt wird, stark zu sein, gesund zu sein, übrigens dadurch auch leistungsfähiger zu sein und auch weniger krank zu werden. Oder vielleicht sogar manche Krankheiten gar nicht zu bekommen. In den meisten Fällen, durch unseren heutigen Lebensstil, kann man nicht sagen, dass Krebs zum Beispiel jemand, der diese 8 Punkte umsetzt, überhaupt nicht bekommt, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass man es bekommt, wird sehr weit herabgesenkt. Gut, deswegen schauen wir uns diese 8 Punkte einmal an. Sie heißen auch New Start, kommt aus dem Englischen. Und jede dieser 8 Punkte beginnt mit einem Buchstaben, der diese 8 Buchstaben dann New Start ergibt. Das N steht für Nutrition, Ernährung. E steht für Exercise, Bewegung. W steht für Water, Wasser. S steht für Sunshine, Sonnenlicht. T steht für Temperance, Selbstkontrolle. A steht für Air, frische Luft. R steht für Rest, Ruhe. Und T steht für Trust in God, Vertrauen in Gott. Jetzt könnten wir über diese 8 Punkte ein ganzes Seminar machen. Man könnte über jeden dieser Punkte eine ganze Stunde oder 2 Stunden reden und alles theoretisch und praktisch alles anwenden. Vielleicht sollten wir es mal machen, irgendwann in der nächsten Zeit. Aber wir haben übrigens auch einen DVG, das ist ein Deutscher Verein für Gesundheitspflege in Leonberg, wo wir auch genau über diese 8 New Start Punkte auch immer wieder Kurse, Angebote, praktische und auch theoretische Angebote haben. Können Sie auch einfach mal anschauen in unserer Homepage. Dort sind die auch immer wieder veröffentlicht. Gut, schauen wir uns jetzt mal diese 8 Punkte ein wenig an, wie wir praktisch das umsetzen können und wie uns das hilft, unseren Körper zu stärken und auch als Vorbeugung gegen Krankheiten und auch gegen die Coronavirus-Krankheit. Ernährung. Interessant, es gab hier einen Artikel in Spiegel Online vom 15.09.2017. Da stand drin, weltweite Studie, 10 Millionen Tote durch falsche Ernährung. Also, bis wir beim Corona bei 10 Millionen Toten sind, das dauert noch ein bisschen. Und da, wenn Sie so einen Aufstand machen mit den paar tausend Toten, die wir haben, natürlich kann das noch zu Millionen noch werden, keine Frage. Aber ich frage mich, warum Sie nicht bei anderen Themen, die noch bis jetzt noch viel mehr Tote verursachen, dass man da nicht viel stärker die Alarmglocken klingelt und sagt, hör mal zu, hier müssen wir was machen. Das wird totgeschwiegen. Warum eigentlich? Weil die Leute ihre Ernährung nicht ändern wollen, weil ihnen ihr Essen halt so gut schmeckt. Und gerade der Geschmacksnerv, Geschmackssinn ist, der Geschmackstrieb ist etwas, der Esstrieb ist etwas, was am schwersten zu kontrollieren ist von Menschen. Und deshalb sind Menschen eher bereit, Krankheiten und Schmerzen und den Tod auf sich zu nehmen, als ihre Ernährung zu ändern. Aber gucken wir weiter. Weltweite Studie, 10 Millionen Tote durch falsche Ernährung. Das sagen nicht wir, das sagt der Spiegel Online. Die weltweit größte Gesundheitsstudie zeigt, dass Millionen Menschen 2016 frühzeitig starben, weil sie sich falsch ernährt hatten. Fehlerhafte Ernährung hat im vergangenen Jahr bei jedem 5. Todesfall eine entscheidende Rolle gespielt. Das geht aus der weltweit größten Gesundheitsstudie hervor, die in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde. Das Sterberisiko steigt demnach, wenn jemand zum Beispiel wenig Vollkornprodukte, kaum Nüsse, Obst oder Fisch, dafür aber viel verarbeitetes Fleisch konsumiert. Also da haben Sie schon gleich ein paar Dinge gebracht. Ja. Übrigens interessant ist immer, die meisten Studien über Ernährung und über Gesundheit zeigen immer nur einzelne Aspekte. Dass sie sagen, okay, wenn du jetzt Vollkornbrot isst und anstelle von Weißbrot, was bringt das? Wie viel länger hast du Lebenserwartung und wie viel mehr hast du Gesundheit und so weiter? Und das versuchen sie immer dagegeneinander zu stellen. Interessant ist, bei jedem einzelnen Punkt hat man immer so ein bisschen Vorteil. Aber man hat das festgestellt, wenn man jetzt die Dinge kombiniert, wenn man also zum Beispiel jetzt viel Obst isst und noch Vollkorn isst und noch Fleisch weglässt und noch, also wenn man viel, und Rauchen weglässt und keinen Alkohol und so weiter, wenn man also viele Dinge zusammen macht, dass das sich nicht addiert in der Wirkung, sondern dass sich das multipliziert und teilweise sogar potenziert. Also mit anderen Worten, wenn ich vielleicht nur bei dem Vollkornprodukt vielleicht nur 10% bessere
Gesundheitschancen habe, dann habe ich, wenn ich aber 5, 6 Punkte habe, die bei jedem bei 10% liegen, dann habe ich am Ende auf einmal dann nicht 50%, sondern dann habe ich auf einmal 500%. Also mit anderen Worten, jeder einzelne Punkt, wo ich auf die Gesundheit achte, bringt einen unglaublich hohen weiteren Faktor, um meine Gesundheit zu stabilisieren. Und das gibt es sehr interessante Studien, die das aufzeigen. Ja, die Veränderung der menschlichen Ernährung. Was hat Gott eigentlich für den Menschen vorgesehen? Als Gott den Menschen geschaffen hat, Adam und Eva, hat er auch gleich ihnen gesagt, was sie essen sollen. Und natürlich ist Gottes Ernährungsplan immer der beste. Gott natürlich immer das Beste weiß. Und da lesen wir mal 1. Mose Kapitel 1, Vers 29. 1. Mose Kapitel 1, Vers 29. Und das lesen wir, ist es gleich in dem Kontext der Schöpfung beschrieben. Und Gott sprach: Seht da, ich habe euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Übrigens, das ist für mich so auch ein Hinweis, dass es so viel Büsche und Bäume und Pflanzen gibt, die uns zur Nahrung dienen. Ist für mich ein deutlicher Hinweis, dass es einen intelligenten Schöpfer gab, der sich gedacht hat, damit meine Lebewesen, die ich jetzt schaffe, die Menschen, was zu essen haben, was auch noch gesund ist und was gut für sie ist, deswegen schaffe ich jetzt die und die Dinge, die sie dann essen können. Ja. In der Evolution wäre so etwas nicht möglich, denn wie kann die Evolution, die ja keine Intelligenz dahinter hat, wie kann der Apfelbaum wissen, dass der Mensch die und die Vitamine braucht für sein Leben, um das zu produzieren, damit wir, wenn wir es essen, dann auch gesund sind. Das weiß der Apfel nicht, weil der keine Intelligenz hat. Deswegen, Gott ist derjenige, der im Hintergrund das Wissen hatte, was brauchen wir, was er geschaffen hat. Nicht nur die Ernährung, auch die anderen Dinge, die Luft zum Atmen, das Wasser und so weiter zum Trinken, das sind alles Dinge, die Gott für uns zum Leben gemacht hat. Also am Anfang waren 4 Dinge, die wir hier hatten, das sind Früchte bei der Schöpfung. Das sind Früchte, das sind Ölsamen, Nüsse und Getreide. Das sind die Dinge, die Gott ursprünglich für den Menschen geschaffen hatte. Übrigens, da waren keine Milchprodukte dabei. Das war also, wir würden heute sagen, vegane Ernährung oder milcheiweißfreie Ernährung. Das ist also nur von den natürlichen Nahrungsmitteln, die die Erde hervorbringt. Und ich denke, das war alles, was der Mensch brauchte. Sämtliche Stoffe, der Adam hat auch nichts gewusst von Vitamin C und von Vitamin B12 und so weiter, aber er hat gewusst, wenn ich das esse, dann bin ich gesund. Und es war gut. Was Gott gemacht hat, war immer gut. Das erste Mal hat sich das geändert, die Speiseordnung, beim Sündenfall. In 1. Mose Kapitel 3, Vers 18 lesen wir, da hat Gott die Folgen des Sündenfalls für den Menschen aufgezählt und dann sagt er unter anderem: Dornen und Disteln soll er, der Acker, dir bringen und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Vorher, in 1. Mose Kapitel 1, Vers 30, da haben wir noch die Aussage, dass Gott bei der Schöpfung nämlich den Tieren das Kraut gegeben hat. Da steht: Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah so. Also der Mensch hat das Kraut noch nicht gegessen. Er hat nur die Früchte, das Getreide, die Nüsse und die Ölsamen gegessen und die Tiere haben das Kraut, das Gras, das Gemüse und so weiter. Und jetzt kommt hier das Kraut dazu beim Sündenfall. Und das können wir sagen, das ist das Gemüse, ja, was hier dazu kommt. Salat, Gemüse und so weiter. Warum hat Gott jetzt beim Sündenfall das dazugegeben? Nun, wir sehen das heute gerade im Gemüse und am allerstärksten auch in den Kohlsorten, dass dort Stoffe drin sind, die sehr stark gegen den Krebs wirken, die vorbeugend sind. Und ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, wo die Menschen gesündigt haben, ist der menschliche Körper hat sich was verändert im menschlichen Körper. Da ist der menschliche Körper auf einmal sterblich geworden. Da ist er auf einmal der Krankheit, der Sünde unterworfen. Vorher war der menschliche Körper vollkommen, auch ohne Krankheit. Aber jetzt, wo jetzt auf einmal die Krankheitserreger da waren, brauchte der Mensch auch
in seiner Ernährung eine Umstellung, dass auch der Körper mit diesen Krankheitserregern besser fertig werden konnte. Und dazu war das Gemüse notwendig. Deswegen war jetzt das, was Gott dem Menschen gegeben hat, Obst, Getreide, Nüsse bei der Schöpfung plus das Gemüse ab dem Sündenfall immer noch das Ideale. Und übrigens immer noch ohne Milchprodukte und ohne Fleisch. Das ist das, was Gott dem Menschen zur Nahrung gegeben hat. Zum dritten Mal hat sich etwas geändert in der menschlichen Ernährung. Das finden wir bei der Sintflut. 1. Mose 9, Verse 3 bis 4. Dort heißt es, das war nach der Flut, alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Allein esset das Fleisch nicht mit seinem Blut, in dem sein Leben ist. Das heißt, hier hat Gott den Menschen erlaubt, auch Fleisch zu essen. Aber er sagt jetzt zwar alles, was sich regt und lebt, aber wir können aus dem Zusammenhang erkennen, dass Noah nicht alles Fleisch gegessen hat. Denn in die Arche hat er von jedem Tierpaar ein Paar mitgenommen. Aber von den reinen hat er 7 Paar mitgenommen. Das heißt also, von den Tieren, die nicht rein sind, nur ein Paar. Und wenn jetzt Noah ein Tier gegessen hätte, was nicht rein ist, dann hätte das Tier nicht mehr gegeben. Dann wäre es ausgestorben. Aber wenn Noah von den reinen Tieren, übrigens die reinen Tiere konnten auch geopfert werden und die unreinen nicht, es war nicht nur die Frage von der Gesundheit des Essens, sondern auch des Opferns, das waren Opfertiere. Das heißt also, Noah hat dann die reinen Tiere geopfert und auch gegessen. Und das hat dann auch diesen Unterschied gemacht zwischen reinen und unreinen. Deswegen, das finden wir zum ersten Mal erwähnt, wo die Tiere in die Arche hineingehen. Das ist die reinen und die unreinen gehen. In 1. Mose 7, Vers 2 wird das beschrieben. Also Gott hat hier erlaubt, auch das Fleisch zu essen. Warum? Weil natürlich nach der Sintflut erstmal nichts auf der Erde gewachsen ist. Aber es war auch Folgendes, nach der Sintflut hat sich auch im Menschen wieder etwas verändert. Beim Sündenfall hat sich schon was verändert im Menschen, dass der Mensch auf einmal der Krankheit unterworfen war. Und nach der Sintflut war der Mensch auf einmal ganz anders. Nämlich, da war ein anderes Klima auf dieser Erde. Vorher gab es noch keinen Regen, sondern da war so eine Art Wassergürtel um die Erde herum. Und jetzt gab es Regen, ein anderes Klima auf dieser Erde. Und die Menschen waren vor der Sintflut sehr viel größer und auch sehr viel älter. Die wurden bis zu 1000 Jahre. Und ab der Sintflut war das schlagartig weniger geworden. Und man kann sehen, in dem Moment, wo die Menschen Fleisch essen durften, geht das Alter der Menschen rapide zurück. Zuerst auf 300 Jahre, also von ungefähr 900 bis 1000, auf 300 Jahre zurück und dann auf 150 ungefähr und dann auf 120. Und Gott hat sogar auch dann gesagt, ich will das Alter der Menschen auf 120 Jahre beschränken. Das hängt sicherlich damit zusammen, denn je länger ein Mensch lebt, desto mehr kann er natürlich auch, wenn er ohne Gott lebt, desto mehr kann er auch sich böse Sachen ausdenken und dann kann die Bosheit auf Erden immer schneller mehr zunehmen. So hat Gott das begrenzt, beschränkt, weil die Erfahrung vor der Sintflut schon schlimm genug gewesen ist. Also wir sehen, dass hier sich die Ernährung verändert hat. Gott hat das Fleischessen erlaubt, obwohl es natürlich jetzt nicht unbedingt das Gesündeste ist. Aber die Frage ist jetzt, woher wissen wir jetzt, was reine, was unreine Tiere sind? Das hat Gott später dem Mose gesagt. Im 3. Mose 11 finden wir die Auflistung, die genaue Beschreibung. Sicherlich hat auch Noah das schon gewusst, sonst hätte er nicht wissen können, von wem er jetzt 7 Paar mit in die Arche nehmen soll. Aber hier haben wir das für uns heute, für die Nachwelt, aufgeschrieben, in 3. Mose 11. Und dort Vers 3, Vers 9, Vers 13 bis 19. Da heißt es, alles, was gespaltene Klauen hat, ganz durchgespalten und wiederkäut unter den Tieren, das dürft ihr essen. Und Vers 9, und dies dürft ihr essen von dem, was im Wasser lebt. Alles, was Flossen und Schuppen hat im Wasser, im Meer und in den Bächen, dürft ihr essen. Und 13 bis 19, und diese sollt ihr verabscheuen unter den Vögeln, dass ihr sie nicht esset, denn ein Greuel sind sie, den Adler, den Habicht, den Fischaar, den Geier, die Weihe mit ihrer Art und alle Raben mit ihrer Art, den Strauß, die Nachteule, den Kuckuck, den Sperber mit seiner Art, das Käuzchen, den Schwan, den Uhu, die Fledermaus, die Rohrdommel, den Storch, den Reiher, den Häher mit seiner Art, den Wiederhopf und die Schwalbe. Ja, also hier hat Gott erst gesagt, welche Tiere man essen soll oder essen nicht soll, sondern essen darf und welche komplett verboten sind zum Essen.
Bei den Landtieren ist das Merkmal gespaltene Klauen und Wiederkäuer. Das heißt, wenn ein Tier nur eins von beiden hat, dann ist es nicht zum Essen geeignet. Es muss also Wiederkäuen und gespaltene Hufe haben. Zum Beispiel sind das Schafe, Ziegen, Rinder, Reh, Hirsch. Das sind alles Tiere, die gespaltene Hufe haben und Wiederkäuer sind. Was nicht dazu gehört, ist zum Beispiel das Kamel, das Schwein, das Pferd. Pferd hat keine gespaltene Hufe, Schwein hat gespaltene Hufe, aber es ist kein Wiederkäuer. Das sind also alles Tiere, die man nicht essen darf. Deswegen Schweinefleisch ist nach der Bibel nicht erlaubt zu essen. Und man kann auch heute sehen, dass es auch, wenn Wissenschaftler das untersuchen, dass sie auch sehen können, dass auch gerade dieses Fleisch von diesen Tieren für den menschlichen Körper wesentlich schädlicher ist als das andere Fleisch von reinen Tieren. Gut, bei den Fischen ist das Merkmal, dass sie Schuppen und Flossen haben. Das heißt, das sind fast alle Fische, die haben Schuppen und Flossen. Einige haben es nicht, zum Beispiel Delfin und Wal. Auch eigentlich keine Fische, das sind ja Säugetiere. Aber auch andere Fische, wie zum Beispiel Aal, hat keine Schuppen. Es gibt einen Fisch, da ist es nicht so ganz deutlich, das ist beim Thunfisch. Beim Thunfisch ist es nämlich so, es gibt verschiedene Thunfischsorten. Es gibt eine Thunfischsorte, die hat Schuppen und Flossen. Es gibt auch eine Thunfischart, die hat keine Schuppen. Die gehört zu dem Bereich der Delfine. Und wenn man jetzt irgendwo Thunfisch bestellt, dann weiß man nicht, welche von diesen beiden man oft serviert bekommt. Deswegen ist eigentlich Thunfisch in dem Sinne auch unrein. Ja. Natürlich gehört auch dazu, zu den Unreinen, all die ganzen Geschichten mit Muscheln und Krabben und Lagusten und was da alles so an Meeresgetier da noch so herumfleucht. Und bei den Vögeln werden einzelne aufgeführt, die man nicht, da gibt es keine Merkmale, sondern werden einzelne aufgeführt, die man essen darf oder nicht essen darf. Zum Beispiel Hühner und Wachtel und Tauben darf man essen. Die werden dann hier genau beschrieben. Und natürlich, was auch noch darunter fällt, was man nicht essen darf, das sind Insekten. Also später wird auch noch aufgeführt, dass es vier Heuschreckenarten gibt, die man essen darf. Das sind sicherlich nicht nur die kleinen Dinger, die es bei uns gibt. Da kann man ja kaum was von essen. Aber das waren andere Heuschreckenarten, die es heute bei uns nicht mehr gibt. Und alles andere, was so Insektenart ist oder Spinnen und so etwas, das sind alles, ist alles nicht zum Essen geeignet. Ja, also Gott hat deutlich gesagt, tut das nicht. Warum hat er es gesagt? Weil er möchte, dass wir gesund sind. Aber ich denke, heute geht es noch mehr darum, auch dass wir fragen, in der heutigen Zeit, wo so viele Krankheiten, auch unter Tieren so viele Krankheiten sind, wie kann ich meinen Körper so gesund halten, dass ich optimal so lebe, wie Gott es möchte, dass ich dem gerecht werden kann. Und da ist sicherlich auch ein Leben ohne, ein Essen ohne Fleisch sicherlich besser und angebrachter heute. Interessant ist auch, was wir gelesen hatten, dass Gott sagt, zum Noah gesagt hat, dass man nicht das Blut im Tier essen soll und auch das Fett nicht. Fett und Blut hat Gott eindeutig verboten zu essen. Hier haben wir den ganzen Text der 1. Mose 9, ich lese nicht alle vor. Da steht überall, dass Gott verboten hat, das Fett und Blut zu essen. Und was sollte man tun? Sie sollten damals das Fett abschneiden, abtrennen, und das Blut sollten sie auslaufen lassen. Ja. Und was ist heute, wenn man, deswegen, also diese Schächten, das jüdische Schächten ist auch ein Auslaufen lassen vom Blut. Ja. Was ist, wenn man heute Fleisch kauft? Also ich muss sagen, das Fleisch, was wir heute kaufen auf dem Supermarkt, ist in den meisten Fällen nicht nach den biblischen Prinzipien zum Essen geeignet. Deswegen muss man sich überlegen, was ist da, so wie das die Bibel sagt. Denn wenn wir sagen, wir essen nur das reine Fleisch, dann muss man es auch so machen, wie es die Bibel sagt, ohne Fett und ohne Blut. Ja. Und gerade Fett und Blut sind heute die Geschmacksträger. Man versucht gerade viel Fett wieder zuzusetzen, teilweise auch tierisches Fett, zu irgendwelchen Nahrungsmitteln oder irgendwelchen Dingen, die man zusammenstellt, weil das Fett Geschmacksträger ist. Und deswegen lieben die Menschen auch das Fett so sehr. Aber Gott hat gesagt, nein, tierisches Fett, auf jeden Fall vom Fleisch, das Fett ist verboten.
Interessant ist hier ein Artikel im Spiegel wieder von 2014. Der hieß Essen und Trinken mit Gott. Da haben sie untersucht, was so die Bibel sagt und auch gerade von jüdischem Hintergrund und das alles so beschrieben. Da heißt es, jedes Stück Fleisch muss vollständig durchgegart werden. Blutig wie heutzutage im Trend darf Fleisch nie bleiben. Denn nach der hebräischen Speiseregel befindet sich im Blut der Sitz des von Gott gegebenen Lebens und darüber allein darf Gott verfügen. Und dann schreiben sie weiter, inwiefern die Speisegesetze im Alltag vor 2000 bis 3000 Jahren befolgt wurden, lässt sich kaum überprüfen. Archäologische Funde sprechen eher für eine laxe Handhabung. Ausgrabungen von Schweineknochen mit typischen Hack- und Schnittspuren aus der Küche belegen etwa, dass im alten Israel das domestizierte Borstenvieh durchaus als Nahrung diente. Entweder waren die Speisetabus nicht allzu tief in der Bevölkerung verwurzelt oder die Kontrollen durch die Priester lückenhaft. Wir wissen aus der Bibel, dass sie die Gesetze zwar hatten, aber dass sie sehr häufig von diesen Gesetzen abgewichen sind. Natürlich haben sie dann in der Archäologie, in Funden, in Ausgrabungen das gefunden von den Israeliten, die halt das nicht so gemacht haben, wie Gott es gesagt hat. Und vor allen Dingen die Zeit, wenn man sich die anschaut, die sie sagen hier, vor 2.000 bis 3.000 Jahren. Das heißt mit anderen Worten, das ist von der Zeit Jesu bis die 1.000 Jahre davor. Und genau das war die Zeit, wo der Abfall mit am stärksten war, in der Zeit vor Christus, die 1.000 Jahre vor Christus. Interessant, in Jesaja 66 hat Gott genau davor gewarnt. Er hat sein Volk, das Volk Israel, denen er die Gesetze gegeben hat, hat er gewarnt, wenn sie das nicht tun würden. Jesaja 66, Vers 16 und 17, dort sagt er, denn der Herr wird durch Feuer die ganze Erde richten und durch sein Schwert alles Fleisch und der vom Herrn Getöteten werden viele sein, die sich heiligen und reinigen für das Opfer in den Gärten, dem einen nach, der in ihrer Mitte ist. Und Schweinefleisch essen, gräuliches Getier und Mäuse, die sollen miteinander weggerafft werden, spricht der Herr. Das heißt, Gott sagt, wenn sein Volk, wenn seine Kinder, übrigens das gilt heute immer noch, wenn seine Kinder Dinge essen, Tiere essen, die Gott verboten hat, dann ist das eine Missachtung seines Gesetzes. Und er sagt, er spricht hier das Gericht über sie aus. Und das Gericht kann sicherlich auch bedeuten, manchmal auf dieser Erde schon, dass wir unter den Folgen unseres Fehlverhaltens leiden. Schatzkammer der Zeugnisse, eine Aussage von Ellen White aus dem Jahr 1900, 120 Jahre alt jetzt. Tierkrankheiten nehmen immer mehr zu. Nicht mehr lange, dann werden außer den Siebentags-Adventisten auch andere die Fleischnahrung aufgeben. Nun ist es so, dass nicht alle Adventisten Vegetarier sind, aber gerade weil wir als Adventisten sagen, dass wir den Zusammenhang erkennen zwischen der Nachfolge Jesu und den Gesundheitsgrundsätzen und dass wir durch unsere Gesundheit, wenn wir darauf achten, viel mehr körperlich, seelisch, geistig, aber auch geistlich mit Gott verbunden sein können, denke ich, gibt es unter den Adventisten sehr viele Vegetarier und seit einigen Jahrzehnten auch sehr viele Veganer, weil sie sagen, das ist wichtig. Und sie sagt, nicht nur die Adventisten werden das tun, sondern auch andere Menschen werden das mal tun. Und ich muss leider sagen, in den letzten 10, 15, 20 Jahren haben die Nicht-Adventisten uns gerade in der veganen Ernährung überholt. Denn in den letzten Tagen, es gibt noch Zitate, wo Ellen White auch sagt, dass in den letzten Tagen vor der Wiederkunft die Gläubigen die Milchprodukte weglassen werden. Sie sagt nicht, wir müssen es, sondern sie sagt, sie werden es weglassen. Und heute sehen wir, dass es in der Bevölkerung, dass sie schneller umgestiegen ist in vielen Bereichen, wir kaum noch hinterherkommen. Wir hätten das schon vor vielen, vielen Jahren sagen können und propagieren können und auch Forschungen zeigen können und so weiter, aber das haben wir verpasst. Aber wichtig wäre, dass wir wenigstens jetzt noch auf diesem Zug noch mit aufspringen. Noch ein Zitat von Ellen White. Je einfacher und naturgemäßer wir leben, umso besser können wir Krankheiten und Epidemien abwehren. Wenn wir gute Lebensgewohnheiten pflegen und den Organismus nicht durch unnatürliche Aktivität schwächen, wird die Natur schon für alle Anreize sorgen, die wir benötigen. Interessant ist, dass sie hier von Epidemien schreibt. Das heißt,
Das Prinzip lautet einfach und naturgemäß. Man kann auch Veganer sein und so viel Pudding und so viel Süßzeug essen, dass es auch wieder ungesund ist. Deswegen, einfach und naturgemäß heißt, je besser man ist, ein Apfel, so wie er gewachsen ist, als dass man mit dem Apfel irgendetwas tut und Apfelkuchen isst, ja, weil der Apfelkuchen auch schon wieder verarbeitet ist. Je natürlicher, desto besser. Und das ist nicht nur beim Essen, sondern auch bei allen anderen Dingen. Je mehr wir mit der Natur verbunden sind, deswegen sollten wir auch nicht in den Städten wohnen, sondern außerhalb wohnen. Ich denke, gerade im Zuge der Corona-Krise sieht man, dass das Leben auf dem Land einen großen Unterschied macht. Also wenn jetzt die Ausgangssperre kommt und man darf, es gibt einige Länder in Europa, das ist verschieden gehandhabt, bei einigen, da darf man noch um sein Haus herum Spaziergang machen, bei einigen nur noch vielleicht auf seinem eigenen Grundstück. Wenn man jetzt in einem Hochhaus wohnt, mitten in der Stadt, wo willst du da spazieren gehen? Ja. Wenn du aber auf dem Land wohnst, du hast selbst ein großes Grundstück, kannst du auf dem Grundstück dich schon aufhalten und natürlich auch irgendwo noch in Grundstücksnähe, irgendwo im Wald oder in der Natur dich aufhalten. Je natürlicher, desto besser. Ja. Und vor allen Dingen, wenn wir sehen, dass manche ganze Gebiete und Städte abgeriegelt werden, du sitzt dann irgendwo drin und kannst nicht mehr raus. Auf dem Land, auf der Natur, da hat man ganz andere Lebensgrundsätze. Da kann man noch weiter leben. Deswegen einfach und naturgemäß. Das sind die Prinzipien. Interessant, es gibt eine Homepage, die ich jedem empfehlen möchte. Die lautet zentrumdergesundheit.de. Das ist eine unglaublich gute Homepage. Die ist in einem fast esoterikfrei und hat sehr viele Prinzipien und Grundsätze in Richtung gesunde Vorbeugung. Was kann ich über natürliche Methoden tun, um mich gesund zu halten? Vorbeugend, aber auch, wenn bestimmte Krankheiten schon da sind, was kann ich da auf der Naturheilbasis tun? Und Sie schreiben jetzt Folgendes auf Ihrer Homepage unter dem Überschrift Corona-Fleisch-Zusammenhänge. In der Tat stammen 70% aller neuen Viruserkrankungen, wie etwa die Grippe, HIV und Ebola, ursprünglich aus dem Tierreich. So auch das neuartige Coronavirus. Denn dieses soll von Fledermäusen auf ein noch nicht identifiziertes Wildtier übertragen worden sein. Von diesem ist es dann auf dem Huanan Seafood Großhandelsmarkt in Wuhan, China, auf den Menschen übergesprungen. Das heißt, Sie stellen hier den Zusammenhang her. Man weiß es noch nicht genau, wie das genau passiert ist, aber man nimmt es an. Dann schreiben Sie weiter, nicht einmal die Wissenschaft versteht, von wem oder wodurch sich in der Kürze der Zeit derart viele Italiener anstecken konnten. Demzufolge werden auch andere Übertragungswege ins Auge gefasst. So ist etwa bereits bekannt, dass das Nahost-Atemwegssyndrom Coronavirus, also nicht unser Coronavirus, den wir heute haben, sondern ein anderer, es gibt sehr viele Unterarten, dieser MERS-Coronavirus, von Fledermäusen auf Dromedare und von diesen dann auf den Menschen übergesprungen ist. Das heißt also, Sie sagen hier, die Schlussfolgerung liegt nahe, dass in Italien nicht nur über Ansteckung von Mensch zu Mensch, sondern auch von anderen Ansteckungen, Übertragungswegen, dass sich so schnell ausgebreitet hat. Und da bringen Sie eben auch Tiere mit ins Spiel. Noch ein Zitat von Ihnen. Gerade am 22. Januar 2020 wurden von der Guardia di Finanza, Finanzpolizei in Padua, rund 10 Tonnen Schweinefleisch aus China sequestriert, das schwarz in Italien eingeführt wurde und mit der afrikanischen Schweinepest infiziert war. Das Fleisch war unter anderem dazu bestimmt, in chinesischen Restaurants auf den Tellern der Gäste zu landen. Dieses Virus kann den Menschen zwar noch nicht befallen, das Ereignis soll aber verdeutlichen, wie risikobehaftet der Konsum von Fleisch inzwischen ist. Wer kann sich da noch sicher sein, was für ein Fleisch er im Supermarkt oder im Restaurant vorgesetzt bekommt, woher dieses stammt und welche gesundheitlichen Risiken davon ausgehen? Dass das Coronavirus durch das Essen von Fleisch infizierte Wildtiere übertragen werden kann, steht schon einmal fest. Ob auch von Haustieren wie dem Schwein eine Gefahr ausgeht, wie es beim MERS-Coronavirus in Bezug auf Dromedare der Fall war, muss noch geklärt werden. Fakt ist, dass Fleisch sehr oft mit Keimen belastet ist. So hat etwa der Jahresbericht des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, BVL,
im Jahr 2019 gezeigt, dass rund 50% der untersuchten Hähnchenfleischproben mit dem Bakterium Campylobacter belastet waren, wodurch in Deutschland jährlich 68.000 Erkrankungen ausgelöst werden. Auch wurden im Jahr 2019 im Rindfleisch und in Eiern virusähnliche Erreger entdeckt, die das Risiko für Dickdarm-, Brust- und Prostatakrebs erhöhen. Jetzt könnte man sicherlich noch die Liste entsprechend weiterführen, was da alles für Risikofaktoren noch mit dabei sind. Aber man kann sehen, das Fleischessen ist mittlerweile zu einem Risiko geworden. Deswegen am besten vegetarische Ernährung und noch besser, so wie Gott es ursprünglich gedacht hat, eine vegane, tiereiweißfreie Ernährung. Zweitens Bewegung. Gut, Bewegung ist etwas Gutes, damit wir nicht so aussehen wie der Herr auf diesem Bild. Wenn wir zu wenig Bewegung haben, dann gibt es einige sehr starke Folgen in unserem persönlichen Gesundheitssystem. Durch Bewegungsmangel ist das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen gestiegen, oder steigt dadurch. Diabetes Typ 2 steigt. Die Gefahr von Osteoporose wird größer. Krebs, Depressionen, all das wird das Risiko größer, daran zu erkranken. Ein Muskel besteht aus Muskelfasern und jede Faser ist etwa so dünn wie ein Haar, kann aber das Tausendfache ihres Gewichts tragen. Der menschliche Körper hat ungefähr 6 Milliarden Muskelfasern und mehr als 600 Muskeln. Und jetzt ist es so, wenn der Muskel in Bewegung ist, wird die Blutzufuhr um das 15- bis 20-fache vergrößert. Die Folge, dass dadurch mehr Blutzirkulation im Körper stattfindet. Und durch gute Atmung nimmt man mehr Sauerstoff auf und die Lungenkapazität wächst durch die Bewegung. Durch Wasseranwendungen und Bewegung entsteht eine bessere Blutzirkulation. Und letztere bewirkt, wenn die Blutzirkulation verbessert wird, eine Vermehrung und Vergrößerung der Blutgefäße und damit auch eine größere Energiezufuhr zu den Zellen. Und durch diese stärkere Blutzirkulation können Schlacken, Schadstoffe besser ausgeleitet werden und besser und schneller auch das, was der Körper braucht, an die Stellen hin getransportiert werden, wo es gebraucht wird. Und natürlich auch die Energie in den Zellen, zu den Zellen gebracht werden, die sie brauchen. Auswirkungen von Bewegung. Der Blutdruck und Cholesterin wird gesenkt, vor allen Dingen von denjenigen, die zu hohen haben. Durch die Durchblutung wird verbessert. Das Wohlbefinden wird verbessert. Es hilft beim Stressabbau. Deswegen, wenn man einen stressigen Tag hatte, am Abend noch einmal, dreimal um den Häuserblock laufen, vielleicht auch zweimal, reicht auch. Und dann hat man durch die körperliche Anstrengung, kann man besser zur Ruhe kommen. Stärkt die Knochen und das Immunsystem. Hilft bei Gewichtskontrolle, verbessert die Figur, verbessert den Schlaf, fördert die Verdauung. Also Bewegung ist eine gute Sache. Das Problem ist, dass wir in der heutigen Gesellschaft so bequem geworden sind. Zu Hause sitzt man überall. Wenn man irgendwo hinfährt, dann fährt man mit dem Auto oder mit dem Bus. Früher ist man manchmal noch viele Strecken gelaufen. Ja, das ist heute zur Mode gekommen. Und Treppen laufen, da hat man Fahrstühle und also der Mensch, wenn man will, dann muss man fast gar nicht mehr laufen. Aber das ist nicht gut. Es ist gut, wenn man sich angewöhnt, prinzipiell nicht den Fahrstuhl zu benutzen, sondern immer die Treppen zu laufen. Das tut gut. Und auch sonst regelmäßig. Ja, jetzt kommt im nächsten Punkt. Wie können wir uns bewegen? Ein regelmäßiges Bewegungsprogramm zu haben. Gehen, joggen, schwimmen, Radfahren, Gartenarbeit. Übrigens, Gartenarbeit ist ganz praktisch. Da hat man dann nicht nur Bewegung, da hat man auch gleichzeitig auch noch ein bisschen, was man da noch an Früchten dann genießen kann und auch praktische Nutzen davon. Ja. 30 Minuten pro Tag ist das, was man am Minimum haben sollte. Mindestens dreimal in der Woche. 30 Minuten. Und natürlich am besten täglich 30 Minuten. Und am besten auch, dass man so richtig ins Schwitzen kommt. Dass man so auch, man könnte mal viel über das Bewegen sagen, aber gerade in der heutigen Gesellschaft muss man darauf achten,
Früher haben die Menschen automatisch genug Bewegung gehabt. Heute muss man darauf achten, dass man sich genügend bewegt. Übrigens, Bewegung, die unter Stress stattfindet, ist nicht das Gleiche. Ja, die hat manchmal eher negative Wirkungen auf unseren Körper, weil der Stress, der dazukommt, gewisse Wirkungen verändert im Körper. Wasser. Wasser ist wichtig. Wasser ist, ohne Wasser geht unser Leben nicht, gibt es keine Nahrung, funktioniert der Mensch nicht. Der Mensch besteht aus 60%, ungefähr 60% aus Wasser. Jede Sekunde fließt ungefähr 100 Mal so viel Wasser durch eine Zelle wie ihr gesamter Zelleninhalt. Jede Sekunde. Das heißt, jede Zelle wird ständig von Wasser gespült. Die Nieren sind ein geniales Filtersystem. So etwas müssen wir mal erfinden heute. Und zwar, ohne Niere müssten wir jeden Tag 10.000 Liter Wasser trinken. Wenn wir das tun müssten, dann würde unsere Wasserrechnung sehr hoch ausfallen. Ja. Aber unser Körper kann zum Glück durch die Nieren kann er das Wasser wieder filtern, was im Körper wieder recycelt wird. Und dieses Recycling funktioniert sehr gut. Besser als jede Recyclinganlage, die wir haben. Wenn wir Wassermangel haben, zu wenig Wasser trinken, dann kommt daraus ein Leistungsmangel. Man hat Studenten auf so Home Trainer gesetzt, so, wo man Fahrrad fahren kann im Raum. Und zuerst hat man ihnen kein Wasser gegeben und nach 3,5 Stunden waren sie am Ende ihrer Kraft. Dann hat man eine zweite Gruppe gehabt, denen hat man so viel Wasser gegeben, wie sie Durst hatten, wie sie brauchten, wie sie wollten. Und die haben 5 Stunden haben die und dann waren sie am Ende. Und dann hat man eine dritte Gruppe gehabt, denen hat man noch ungefähr 10% mehr Wasser gegeben, als sie eigentlich selber wollten, wie sie Durst hatten. Und die haben 6 Stunden durchgehalten. Das heißt also, das bedeutet, dass wir mehr trinken sollten, als was unser Körper an Durst empfindet. Täglich ungefähr 1,5 bis 2 Liter Wasser trinken, 6 bis 8 Gläser. Im Sommer ein bisschen mehr, weil man da ein bisschen mehr schwitzt. Aber das ist so das, was man uns ist auch so, je nachdem, wenn jemand größer und schwerer ist, braucht er ein bisschen mehr Wasser. Aber das ist ungefähr so der Durchschnitt. Und natürlich auch Wasseranwendungen sind auch wichtig und gut. Es gibt kalte Wasseranwendungen, heiße Wasseranwendungen. Und das sind nicht nur irgendwelche Spielchen, sondern da haben wir den Kneipp und der hat mit Wasseranwendungen hat der Krankheiten geheilt. Sogar schwere Krankheiten, die Medizin teilweise in der damaligen Zeit noch nicht mal mit ihren Medikamenten heilen konnte. Weil Wasseranwendungen haben eine sehr starke Wirkung auf den Körper und auf die Selbstheilungskräfte des Körpers. Ja. Deswegen da Kneipp zu studieren, ist heute, denke ich, immer wieder gut und wichtig. Die Kneippgüsse, Kneippbäder, Kneippwickel, das sind gute Prinzipien, die man hier sehen kann. Sonnenlicht. Viertens. Ja, leider leben wir in einem Land, wo nicht so viel Sonne ist, wie es sein sollte. Vor allen Dingen im Winterhalbjahr, wo die Sonne auch relativ niedrig steht. Ja. Die Vorteile vom Sonnenlicht sind, es tötet Keime, es stärkt die Haut, es verbessert die Stimmung, es beugt Osteoporose vor, es fördert den Schlaf, es stärkt das Immunsystem, es fördert die Bildung roter Blutkörperchen, es unterstützt die Entgiftung des Körpers und es bildet Vitamin D. Das sind alles Dinge, die für uns wichtig sind. Deswegen sollte man, wenn die Sonne scheint, es nutzen, in die Sonne zu gehen. Wie sollten wir damit umgehen? Auf die persönliche Sonnenverträglichkeit achten. Manche können länger vertragen, manche sind sehr empfindlich. Niemals einen Sonnenbrand holen, weil zu viel Sonne, Sonnenbrand ist etwas, was unsere Haut, weiß man heute, sehr stark schädigt und an unserer Haut hat ein sehr starkes Langzeitgedächtnis, dass Hautkrebs entstehen kann später in späteren Jahren. Auch wenn man vielleicht den Sonnenbrand viele Jahrzehnte vorher hatte, kann das immer noch später, wenn man es öfter im Leben hat, die Wahrscheinlichkeit, dass man Hautkrebs bekommt, erhöht sich dadurch. Die Haut langsam gewöhnen an die Sonne, also nicht, wenn man lange nicht draußen war, dann auf einmal ganz viel und ganz lang, sondern, und es ist ja auch so, wenn man im Frühling dann mal rausgeht, da steht die Sonne noch nicht so hoch wie im Sommer, und dann kann man im Frühling sich dann schon mal daran gewöhnen, die Haut an die Sonne gewöhnen, dann geht das besser. Zu viel Sonne erhöht Hautkrebsrisiko, haben wir schon gesagt. Der Vorschlag, tägliches Sonnenbad, bei heller Haut zuerst 5 bis 10 Minuten pro Tag, bei mittlerer Haut zuerst 10 bis 15 Minuten und dann täglich um 5 Minuten steigern, bis man ungefähr 30 Minuten erreicht hat. Natürlich, wenn man nicht die Zeit dazu hat, kann man das übrigens kombinieren
mit frischer Luft und Bewegung. Wenn man zum Beispiel draußen joggen geht, dann kann man, wenn man nicht gerade im Wald joggt, dann kann man gleich Sonnenlicht haben, man kann frische Luft haben und man hat Bewegung, hat man gleich alles zusammen. Dann muss man nicht jedes Einzelne sich Zeit dafür nehmen. Fünftens, Mäßigkeit, Selbstkontrolle. Mäßigkeit bedeutet völlige Enthaltsamkeit von dem, was schädlich ist und weiser Umgang mit dem, was gut ist. Das heißt, auch wenn wir von den guten Sachen zu viel einseitig machen, wird es auch wieder schädlich. Das ist immer eine Frage der Menge. Auswirkungen, zum Beispiel bei schädlichen Dingen, Auswirkungen der Droge Alkohol. Er verursacht Magengeschwüre, schädigt die Leber, steigert Ärger und Gewalt, schwächt den Willen, zerstört Gehirnzellen und schwächt das Immunsystem und erhöht das Risiko für Krebs und Schlaganfall. Deswegen, auch Alkohol in kleinen Mengen hat ähnliche Wirkungen, nur nicht ganz so stark, aber deswegen sollte man Alkohol ganz meiden. Genauso auch mit Koffein, der Droge Koffein. Die Auswirkungen von Koffein sind, verändert unsere Stimmung, beeinträchtigt Gehirn und die Nerven, verursacht Schlafstörungen, erhöht das Krebsrisiko, erhöht den Blutdruck, fördert die Osteoporose und macht süchtig. Deswegen auch Koffein sollte man sein lassen. Das Problem ist, dass gerade diese beiden Dinge, Alkohol und Koffein, in der heutigen Gesellschaft anerkannte, sozial anerkannte Drogen sind, aber die sehr, sehr viel Wirkungen haben, negative Wirkungen in der Gesellschaft. Ja. Wo ist denn Koffein überhaupt immer enthalten? Wir denken immer an Kaffee, natürlich ist ein Bohnenkaffee enthalten, aber nicht nur im Kaffee. Auch schwarzer und grüner Tee, da ist es in Form von Tein enthalten. In der Schokolade ist vor allem das Theobromin drin, was ähnlich wie das Koffein ist. In Schmerzmittel haben wir es drin, in Coca-Cola haben wir es, auch in anderen Cola-Sorten. In Energy Drinks sind auch mittlerweile das Koffein mit enthalten. Ja, die Selbstkontrolle ist, denke ich, für unseren Körper wichtig, aber auch für unser ganzes Leben wichtig. In Galater 5, Vers 22 und 23 haben wir ein Prinzip, wo Gott uns sagt, warum die Selbstkontrolle wichtig ist. Nämlich hier haben wir die Frucht des Geistes beschrieben. Galater 5, Vers 22 und 23. Dort heißt es, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Und da, wo Keuschheit steht, hier, da steht im Grundtext Selbstkontrolle. Und Selbstkontrolle heißt, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, das sind alles Eigenschaften, das sind Charaktereigenschaften, die hier beschrieben werden, Liebe, Freude, Friede, Geduld, die Gott in uns wirkt. Wenn wir mit Jesus verbunden sind, wenn Jesus in uns lebt, dann wird er uns zu Menschen machen, die liebevoller sind, geduldiger sind, die gütiger sind, die freundlicher sind und die mehr Selbstkontrolle haben. Und Selbstkontrolle heißt, dass ich mit meinem Verstand, mit meinem Willen, meinen Triebe, meinen Leidenschaften kontrollieren kann, dass ich mich selbst immer unter Kontrolle habe. Und alle Dinge, die Selbstkontrolle außer Kraft setzen oder schädigen, sollte man meiden. Alkohol oder auch andere Drogen, die auch die Selbstkontrolle herabsetzen. Oder auch manche Dinge, die bei christlichen Kirchen stattfinden, wo man umfällt oder auch bei Hypnose, wo andere Menschen Kontrolle über meinen Geist bekommen. Alles Dinge, die Selbstkontrolle außer Kraft setzen, die man nicht tun sollte. 1. Korinther 9, Verse 24 bis 27. 1. Korinther 9, Verse 24 bis 27. Dort heißt es, wisst ihr nicht, dass die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aus Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbstverwerflich werde. Das heißt, Paulus sagt hier, wenn ein Sportler die Goldmedaille bekommen möchte, er nennt es noch Siegeskranz hier, wie sagen wir die Goldmedaille, dann tut er sein ganzes Leben, seine Ernährung danach ausrichten. Und er verzichtet auf Dinge, die schädlich sind, weil die schädlichen Dinge seine Leistungsfähigkeit einschränken und er dann nicht mehr volle Leistung bringen kann, um den ersten Platz zu machen. Also tut er alles weg, was im Weg steht. Und so sagt Paulus, sollten wir das auch tun. Er macht es für eine vergängliche Goldmedaille und wir machen das für
für die himmlische Welt. Also er spricht hier auch von der Selbstkontrolle und sie hilft uns in der Heiligung. Das heißt, dass wir denn auch in der Lage sind, unseren Esstrieb und andere Dinge zu kontrollieren und dadurch auch so zu leben, wie Gott es möchte. Sechstens, die Luft. Vorteile richtigen Atmens. Die Lungenflügel werden gut durchblutet, die Nerven werden beruhigt, es reinigt das Blut, es ist appetitanregend, es ist verdauungsfördernd, schlaffördernd, die Haut hat eine bessere Farbe, man hat besseres, klareres Denken und eine Kälteunempfindlichkeit. Deswegen frische Luft ist wichtig, dass man immer wieder an die frische Luft hinausgeht, dass man die Lungen füllt mit guter Luft. Deswegen, wir sind froh, wir wohnen jetzt im Schwarzwald, im Nordschwarzwald, und da ist eine sehr gute Luft, eine Heilluft. Um uns herum sind einige Luftkurorte, wo Menschen hinkommen extra, damit ihre Lungen geheilt werden, und weil dort die Luft Heilwirkung hat. Deswegen, das merkt man auch selbst, wenn man dort ist, dass es gut tut, wenn man dann in den Wald hinausgeht, spazieren geht, dass eine gute Luft ist, die den Lungen gut tut. Wie erhält man frische Luft? Natürlich durch Atmen, aber man kann noch ein bisschen mehr machen. Aufs Land ziehen, denn manchmal ist es in der Stadt alles andere als frische Luft. Übrigens interessant ist jetzt in der Corona-Geschichte, ich habe gestern zwei Bilder gesehen, die sie gegenübergestellt haben, Satellitenaufnahmen von China. Die eine Aufnahme war in China im Anfang Januar, als gerade die Corona-Geschichte losging, und jetzt vom Mitte März. Und man sieht dann über China, gerade über den Gebieten, die sehr stark bewohnt sind und auch wo viel Industrie ist, sieht man von der Satellitenaufnahme wieder alles grau-gelb, Smog auf der Karte zu sehen ist. Sehr viel. Und auf der anderen Karte im März ist fast alles weg. Also die Corona-Krise bringt auch einige positive Dinge, dass die Leute weniger Auto fahren, weniger Industrie läuft und dadurch weniger Abgase in die Luft kommen, dadurch die Luft sauberer wird. Könnte man vielleicht daraus lernen, ne? Dass man vielleicht das auch ohne Corona-Krise hinkriegen könnte. Aber aufs Land ziehen, das heißt, dort, wo noch Luft frisch ist, wo es gute, sauerstoffreiche Luft gibt. Übrigens, je mehr negative Ionen in der Luft drin sind, desto mehr hat man Erholungseffekt. Das ist gerade am Meer sehr gut, Ostsee, Nordsee, aber auch in den Bergen. Und übrigens auch, wenn es Gewitter gibt, auch Gewitter, man sagt, Gewitter reinigt die Luft. Das stimmt tatsächlich, dass dadurch negative Ionen in der Luft vermehrt auftreten und das auch wieder für den Menschen sehr positive Auswirkungen hat. Deswegen regelmäßig lüften ist wichtig. Im Winter muss man das gucken, wie man das macht, damit das Zimmer nicht auskühlt, mehr Stoßlüften. Im Sommer kann man sicherlich mehr stärker und länger lüften. Zimmerpflanzen halten. Zimmerpflanzen tun auch wieder Sauerstoff produzieren. Ist auch eine gute Sache. Bei offenem Fenster schlafen. Nicht rauchen. Natürlich, wenn man auf dem Land wohnt und man raucht, dann kann man es sich gleich sparen, denn das Rauchen tut ja genau die Luft verpesten und auch die eigenen Lungen natürlich schädigen. Deswegen frische Luft ist ja für die Lungen gut und wichtig. Und natürlich auch tief atmen. Wir atmen meistens viel zu flach. Gerade wenn man Stress hat, dann atmet man nur mit der Brustatmung, dass man dann auch Bauchatmung hat. Und dann, wenn man im Wald spazieren geht, muss man manchmal bewusst tief einatmen und das direkt spüren, wie dann die Luft in die Lungen kommt, und das tut gut. Und wenn man natürlich Sport macht, dann tut man automatisch tief einatmen. Siebtens, Ruhe. Wir brauchen Schlaf. Wir haben die Ruhe und Aktivitätsphasen in verschiedenen Ebenen. Einmal die Ebene pro Tag, dass wir tagsüber aktiv sind, nachts ruhen. Da haben wir einen Wochenzyklus, 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Und wir haben den Urlaubsrhythmus. Ein Jahr das ganze Jahr arbeiten und einige Wochen Urlaub zu haben. Momentan haben wir noch den Corona-Rhythmus, dass man auch sagen kann, okay, hier sind auch einige, die dann da vielleicht auch noch extra Urlaub haben müssen. Aber Ruhe tut auch gut. Wir brauchen Ruhe. Es ist wichtig und es ist notwendig. Was passiert, wenn wir zu wenig schlafen? Wir haben geringere Ausdauer, wir haben geschwächtes Immunsystem, Konzentrationsprobleme, Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses, Stimmungsschwankungen und verminderte Willenskraft. Übrigens, man hat festgestellt, dass die Deutschen im Durchschnitt zu wenig schlafen. Ja, das ist einiges zu wenig, was die Deutschen schlafen. Man sollte 7 bis 9 Stunden pro Nacht schlafen. Das wäre gut im Durchschnitt zu haben. Nicht weniger als 6 Stunden. Also 6 Stunden ist, ja, wenn man weniger als 6 Stunden im Durchschnitt hat,
dann hat man arge, dann wird man mittelfristig körperliche Probleme bekommen. Ja. Aber auch nicht mehr als 10 Stunden schlafen, denn zu viel schlafen ist auch nicht gut. Und wenn man so viel schläft, dann sollte man sich überlegen, warum braucht mein Körper oder hat mein Körper so viel Schlaf. Natürlich, man kann auch mal in der Nacht mal mehr als 10 Stunden schlafen, wenn man in der Nacht vorher weniger geschlafen hat. Aber im Durchschnitt sollte man nicht mehr als 10 Stunden schlafen. Regelmäßigkeit ist wichtig, denn gerade wenn man regelmäßig schläft, dann vermindert man auch Schlafstörungen. Und der Schlaf vor Mitternacht zählt doppelt, sagt man. Es gibt sogar neue Studien, die Dr. Netley auch gezeigt hat, dass gerade in dem Schlaf vor Mitternacht werden die Dinge von unserem Kurzzeitgedächtnis in unser Langzeitgedächtnis verschoben. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Student lernt, dann lernt er ja, und das ist erstmal im Kurzzeitgedächtnis drin. Aber das, was er lernt, will er ja auch im Langzeitgedächtnis haben, um das später auch noch abrufen zu können, wenn man zum Beispiel Vokabeln lernt für eine Prüfung. Wenn man das nicht nur für die Prüfung wissen, man muss ja danach das auch noch wissen. Und das wird aber nur im Schlaf vor Mitternacht geschieht das, dass es vom Kurzzeitgedächtnis in Langzeitgedächtnis verschoben wird. Wenn als Studenten jetzt immer bis 12 Uhr nachts oder 1 Uhr nachts lernen und dann ins Bett gehen, dann haben sie arge Probleme, das auf Dauer zu behalten. Wenn man aber um 9 Uhr, um 10 Uhr ins Bett geht, dann passiert das sehr gut mit der Verschiebung und man kann viel leichter lernen und man braucht auch weniger Zeit zum Lernen, weil das viel besser funktioniert mit der Verschiebung. Achtens, Vertrauen in Gott. Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Warum ist Vertrauen in Gott, warum hat das etwas zu tun mit unserer Gesundheit? Diese anderen 7 Punkte waren alle für unsere Gesundheit wichtig. Auch Vertrauen in Gott ist wichtig. Warum? Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir unser Leben Gottes Hand legen, dann haben wir einen inneren Frieden. Und dieser innere Friede bewirkt, dass wir eine innere Gelassenheit, eine Ruhe, eine innere Freude haben können. Und die innere Freude bewirkt, dass unser Körper sich besser fühlt. Denn so wie wir denken, so sind meistens unsere Gefühle. Unsere Gedanken und unsere Einstellungen haben einen sehr großen Einfluss auf unseren Körper, auf unsere Reaktionen des Körpers. Gott stärkt mich durch Verheißungen in Gottes Wort. Im dritten Thema werden wir darüber sprechen, Gottes Verheißungen. Über das Gebet, eine Kraftquelle. Im Gebet bekommen wir körperliche, geistliche Kraft. Erfahrung mit Gott. Wenn ich Erfahrung mit Gott mache, stärkt das mein Glauben und auch mein ganzes Leben. Durch Gottes Führung in meinem Leben, wenn ich sehe, wie Gott mich führt. Und Überwindung von Süchten, Abhängigkeiten und Sünden. Aus eigener Kraft kommen wir manchmal aus Süchten und Sünden nicht raus. Aber Gott kann uns die Kraft geben, Gott kann uns einen Sieg geben. Und durch diese Veränderung, das Ablegen von Sünden und Süchten und Abhängigkeiten, können wir wieder besseres Leben führen, gesünder sein. Gott möchte uns helfen. Vertrauen in Gott ist ein ganz wichtiger Punkt, um in der Gesundheitsfrage vorwärts zu gehen. Gott schenkt mir Geborgenheit, ich schenke mir Sicherheit, in ihm kann ich sicher sein. Und wir brauchen das in unserem Leben, dass wir einen Anker haben, wo wir immer wieder hinkommen können, wo wir uns geborgen fühlen, wo wir uns sicher fühlen, wo wir wissen, da ist jemand da, dass wir einen inneren Frieden haben können, einen inneren Frieden, der auch da ist, wenn die ganze Welt außenrum uns keinen Frieden hat. Dass wir positive Gedanken haben können. Natürlich muss ich die Dinge um mich herum sehen und wahrnehmen, aber ich kann trotzdem positive Gedanken haben, weil ich weiß, Gott ist derjenige, der alles unter Kontrolle hält und der für mich sorgt und der für mich da ist. Ich kann ein erfülltes und glückliches Leben haben. Und das kann ich auch haben, auch wenn manchmal die äußeren Dinge nicht so gut sind. Wenn ich vielleicht behindert bin oder wenn andere Dinge da sind, kann ich trotzdem ein erfülltes Leben haben, weil ich weiß, Gott ist da, Gott liebt mich bedingungslos, er nimmt mich an, so wie ich bin. Und vor allen Dingen, Gott schenkt mir ewiges Leben. Es ist schön, hier zu leben und auch hier schön zu leben und mit Freude zu leben, aber noch viel schöner ist es, ewig zu leben. Und das schenkt Gott mir, wenn ich ihm vertraue, wenn ich mit ihm lebe. 2 Bibeltexte dazu, Sprüche 15, Vers 30. Ein freundlicher Blick erfreut das Herz. Eine gute Nachricht stärkt die Gesundheit. Und wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir so viele gute Nachrichten hier drin, dass unsere Gesundheit dadurch gestärkt wird. Warum? Weil diese positiven Gedanken, weil dieses Geborgensein in Gott unsere Gesundheit sehr positiv beeinflusst. Klagelieder 3, 19 bis 23.
An all dieses rastlose Elend zu denken, ist Gift für mich und macht mich bitter. Doch immer wieder muss ich daran denken und bin von Verzweiflung und Schwermut erfüllt. Das ist so die Klage eines Depressiven. Aber was sagt er? Was ist die Lösung? Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit meine Hoffnung wiederkommt. Durch Gottes Güte sind wir noch am Leben, denn seine Liebe hört niemals auf. Jeden Morgen ist sie neu wieder da und seine Treue ist unfassbar groß. Was sagt er hier? Damit die Hoffnung wiederkommt, brauche ich was? Ich muss mich an etwas anderes erinnern, nämlich woran? An Gottes Güte. Wenn ich an Gottes Liebe, Gottes Güte denke, daran, wie er mich führt, wie er mich festhält, welche Erfahrungen mit ihm mache, dann bekomme ich wieder Mut im Leben, wieder Hoffnung im Leben. Und dann ist auch wieder Lebensfreude da. Das heißt, Vertrauen in Gott hilft mir, ein besseres, gesünderes Leben zu führen. Ellen White sagt dazu, bewusst essen, bewusst leben, Seite 14, alle Gesetze der Natur, die Gesetze Gottes sind, haben unser Wohlergehen im Auge. Die Beachtung wird uns glücklicher in diesem Leben sein lassen und uns bei der Vorbereitung auf das zukünftige Leben helfen. Das ist der Sinn dieser 8 Naturgesetze Gottes für unser Leben. Zum Schluss noch einige Hinweise, praktische Dinge. Dieses Thema lautet ja heute das Coronavirus und Gottes Gesundheitsgesetze. Die Frage ist jetzt, was kann ich praktisch tun, um beim Coronavirus vorzubeugen? Übrigens, es wird demnächst eine 4-teilige Serie geben von Joel Media, die Sie aufnehmen werden, mit der Ärztin Silvia Kirsch. Und sie wird davon sprechen, was kann ich tun, bevor ich mit dem Coronavirus infiziert werde? Was kann ich tun, wenn ich infiziert werden würde? Drittens, in dem Fall, wenn ich den Virus habe, aber keine Symptome habe. Und viertens, was kann ich tun, wenn ich ein Virus habe und Symptome und starke Symptome habe. In jedem Fall wird sie als Ärztin einiges dazu sagen und auch von den natürlichen Dingen, die man tun kann. Aber ich sage jetzt nur ein paar Dinge, ich bin kein Mediziner, deswegen ist alles ohne Gewähr, was ich jetzt hier sage. Aber es gibt so ein paar Dinge, die man schon tun kann. Zum Beispiel erstens Hygienemaßnahmen befolgen, die uns immer wieder gesagt werden. Ob das Händewaschen ist, Abstand halten oder was auch immer, kein Händeschütteln und so. Das ist schon, denke ich, wichtig und gut. Zweitens, New Start umsetzen, was wir eben besprochen haben, diese 8 Punkte. Drittens, Zistustee. Zistustee ist ein sehr interessantes Kräutlein, was Gott hat wachsen lassen. Und das wächst gerade in Griechenland. Und dieses Zistustee bewirkt, er kann Viren und auch Beryllien und Schwermetalle kann er binden und aus dem Körper rausschaffen. Also der ist sehr interessant, auch gerade Vorbeugung, sowohl wenn man als Vorbeugung, aber auch wenn man schon mit dem Virus infiziert ist, kann das sicherlich unterstützend wirken. Ein Teelöffel Heilerde und ein Teelöffel Holzkohle zusammen mischen, im Wasser tun und trinken. Das ist auch sehr gut. Das bindet auch sehr stark. Holzkohle ist eigentlich, kann man auch Umschläge auf irgendwelche Stellen drauf machen, wo man Probleme hat, ist sehr stark chemisch aktiv und kann sehr chemisch Stoffe an sich binden und auch aus dem Körper herausschaffen. Kleingeschnittene Zwiebel zur Desinfektion der Raumluft aufstellen, ist sicherlich auch interessant und gut. Natürlich riecht das ein bisschen, aber wenn es nicht stört, ist dafür gesund. Nach Kuhne ist man widerstandsfähiger, je weniger Schlacken und Toxine im Körper gespeichert sind. Das heißt, dass man sich überlegt und schaut, wo habe ich noch Giftstoffe im Körper? Schlacken und Toxine, die man irgendwo durch verschiedene Methoden ausleiten kann. Und dann ist der Körper widerstandsfähiger. Und natürlich auch überlegen, wie kann ich das vermeiden, dass ich noch mehr Schlacken und Toxine bekomme. Gerade zum Beispiel, wenn jemand regelmäßige chemische Medizin nehmen muss. Da sind so viele Toxine auch mit dabei und auch mit Nebenwirkungen, die auch nicht unbedingt gut sind. Dann nach Dr. Mutter. Joachim Mutter, er empfiehlt für ein starkes Immunsystem, schwefelhaltige Aminosäuren zu essen. Das ist zum Beispiel drin in Zwiebeln, Knoblauch, Bärlauch und alles rohe Gemüse. Also deswegen, Knoblauch essen hilft, den Abstand beizubehalten in der Beziehung zu anderen Menschen, aber hilft auch, dass ich durch die schwefelhaltigen Aminosäuren auch meinem Körper was Gutes tue, gerade gegen Viren. Und Dr. Klinghardt, er sagt, dass Studien zeigen, dass Lakritz die Ausbreitung der Viren im Körper hemmt. Ja, deswegen, es gibt ab und zu auch mal Dinge, die gut schmecken und auch noch gesund sind. Also Lakritz ist so etwas. Er sagt auch, man kann Süßholzwurzeltee trinken oder auch Lakritze-Tropfen nehmen oder auch die Lakritz einfach essen, die man so kaufen kann.
Ich habe mich gewundert, als ich dann im Bioladen dann Lakritz gekauft habe, dass Klopapier alle war, aber Lakritz lag noch so viel da. Habe ich gedacht, das wäre eigentlich schade. Das hätten Leute wissen müssen, dass die Lakritz eigentlich noch mehr Wirkung hatte als das Klopapier beim Coronavirus. Aber gut, das sind so ein paar kleine Dinge, die man sagen kann, die hier auch hilfreich sein können, so ein paar, die man selbst machen kann, die nicht viel kosten und wo man selbst was Gutes tun kann für seinen Körper. Ja, Gott hat uns gesagt, was gut ist. Gott liebt uns, er möchte unser Bestes. Er möchte nicht, dass wir krank werden. Deswegen sagt er uns, lebe so. Und halte dich, wir können nicht immer alles hundertprozentig umsetzen, das ist nicht immer möglich. Aber wir können schauen, wo in meinem Leben kann ich noch Dinge verbessern. Das kann man sich vorstellen wie so eine Tonne mit 8 verschiedenen Latten. Und manche Latten sind vielleicht sehr hoch und sehr gut, und manche Latten sind vielleicht nur halb hoch. Und es ist Folgendes, ich kann nur so viel Wasser in eine Tonne reinschütten, wie die tiefste Latte hoch ist. Wenn ich jetzt also in meinem Leben vielleicht andere Latten, die schon sehr gut sind, 90% hoch sind, wenn ich die noch ein bisschen verbessere, das wird in meinem Leben nicht sehr viel Auswirkungen haben. Aber wenn ich an den Stellen, wo ich am niedrigsten bin, wo ich am meisten dagegen versündige, wenn ich da was verändere, dann wird sich in meinem Leben mit einem Schlag ganz viel verändern. Deswegen sollten wir überlegen, wo kann ich am meisten Wirkung erzielen? Wo bin ich noch am niedrigsten mit der Umsetzung dessen, was wir hier gehört haben, mit diesen New Start-Prinzipien? Gott möchte unser Glück, er möchte, dass es uns gut geht, er möchte, dass wir gesund sind und vor allen Dingen, dass wir, wenn wir in eine Welt hinausblicken, wo so viel Angst, Panik da ist, dass wir Ruhe bewahren können. Weil wir erstens selbst etwas tun können und dann auch sagen können, lieber Gott, ich lege alles in deine Hand. Mein Leben, meine Gesundheit und mir geschieht nur dann das, was Gott in meinem Leben zulässt. Ich lade euch ein, dass wir zu einem Gebet zum Ende aufstehen. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir danken dir, dass du uns in deiner Liebe Dinge in deinem Wort in der Bibel gesagt hast, die wir tun sollen, damit wir gesund sind. Herr, du weißt, wie unser Körper funktioniert und was gut für ihn ist und was nicht. Und wir bitten dich, dass du uns helfen möchtest, das umzusetzen. Hab auch Dank, dass wir auch diese 8 Naturgesetze haben können, diese 8 natürlichen Ärzte, die uns auch helfen, gesund zu sein, heute gesund zu sein. Hilf, dass wir auch die in unserem Leben umsetzen können, dass wir an den Stellen, wo wir noch schwach sind, dass wir stärken können, dass du uns dabei helfen möchtest. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir unseren Körper darauf achten, dass wir ihn gesund halten und dass wir vor allen Dingen auch uns nicht anstecken. Ob das Corona ist oder andere Dinge sind, Herr, dass unser Körper so widerstandsfähig ist, dass er damit fertig werden kann und dass wir einen starken und guten Körper haben können. Und dass wir dann auch in unserem Denken, in unserer Beziehung zu dir, mit dir verbunden sein können und dass du noch mehr in unserem Leben wirken kannst mit deinem Heiligen Geist. Herr, komm in unser Leben hinein, schenk uns deinen Frieden und deinen Segen. In Jesu Namen. Amen. Ich darf Sie schon mal einladen zu unserem nächsten Thema. Unser nächstes Thema lautet die Corona-Krise im Licht der biblischen Prophetie. Ich habe die Bibel durchstudiert und ich habe leider das Wort Corona nicht gefunden, also eigentlich doch. Denn Corona heißt eigentlich Krone. Das Wort Krone kommt in der Bibel schon vor. Aber nicht in dem Sinne von einem Coronavirus. Aber trotzdem kommt diese Geschichte vor in der Bibel. Und wie sie und wo sie vorkommt, das werden wir beim zweiten Thema uns anschauen. Und ich lade Sie herzlich ein, wieder dabei zu sein, wenn es heißt, die Corona-Krise im Licht der biblischen Prophetie. Auf Wiedersehen.